Ich kann mich erinnern, dass ich damals zu dem Zeitpunkt beim Jugendamt des Kreises Borken gearbeitet habe und dann kam eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die war über die Prager Botschaft geflüchtet und kam jetzt hier in Deutschland an und wollte unbedingt natürlich arbeiten gehen und hatte dann die Frage an mich, wer denn ihre Kinder betreut in der Sache. Und bei uns gab es zu dem Zeitpunkt 1990 halt kaum Möglichkeiten, irgendwie eine Tagesbetreuung sicherzustellen. Tagesstätten in dem Sinne gab es auch nicht für zumindest kleinere Kinder. Und aus der DDR war sie gewohnt, dass sie natürlich arbeiten gehen kann und sich irgendjemand um ihre Kinder kümmert. Und ich verstand sie nicht und sie verstand mich nicht, warum das denn so schwierig ist und warum das in unserem System gar nicht vorgesehen ist. Also das fand ich sehr verblüffend.